Savio, Brasilianer. Ein Brasilianer bei Kalifornien. Kalifornien. Das wäre doch auch was. Aber der verdient halt schon 420.000. Das kannst du schon mal wieder vergessen. Sporting Lissabon. Verdient auch zu viel. Wäre natürlich Fata Wu. Wäre natürlich schon geil. Was hat denn der an Flanken? 65, naja. Aber da können wir ja mal gucken. Da finden wir keinen. Toronto FC, Ozzie Thompson. Würde bei einer 68 stehen. Rechts außen könnte er spielen. Wer Dribbler, vereinstreu, anpassungsfähig. Englisch, Französisch. Ozzie Thompson. Würden sie für den denn verlangen? Gut, bei dem hätten wir keine Kaufoption, aber der wäre vom Gehalt her machbar. Ah, das ist eigentlich das, was ich nicht will. Ich möchte eigentlich junge Spieler ranholen. Der wäre halt günstig mit 110.000. Wir machen das Angebot noch. So, und jetzt noch einen Linksaußen eventuell. Borussia Mönchengladbach. Hätten wir hier jemanden? Paul Wanner, Alter, von Leipzig. Dient halt schon wieder zu viel. Findest du niemanden? Auf der Transferliste vielleicht jemand drauf, der zu taugen wäre. Kauf. Na gut, der hat keinen. Aber der ist auch schon 29. Wobei es wäre ja nicht wild, weil der wäre ja Backup. Geht steil. Ist halt sau schnell, der Boy. Marktwert 350.000. So, 3 Jahre. Du hast eine Stammplatzgarantie? Nee, du wirst in der Regel spielen. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen, müssen wir ihm sagen. 280.000. Das können wir auf jeden Fall nicht bezahlen. Paul, ich grüße dich. Hi. Gehaltskürzung. 1 Jahr Option für den Spieler. Ligaspielbonus. Kriegst 300 Euro wie der Rest auch. Und Anteil am nächsten Verkauf 10%. Reicht dir nicht, ne? Was ist denn, wenn wir ein bisschen Handgeld hinterher schieben? Oh, da müssen wir aber ganz schön viel Handgeld hinterher schieben. Ah, zu teuer. Zu teuer, du bist zu teuer. Wie er wäre halt noch geil, ne? Aber er ist halt schon 33. Wenn wir ihn jetzt zum Beispiel verpflichten würden, was will denn der jetzt an Gehalt? Nur mal zum Gucken. 450.000 Euro, das kannst du halt überhaupt nicht machen. Das kannst du nicht finanzieren. Was haben wir denn noch im Blickfeld? Haben wir da nicht vielleicht noch einen Linksaußen im Blickfeld? Doch hier, 26,59. Ja, den kannst du ja schon mal kicken. Müssen wir mal Paul zurückholen? 60. Na gut. So, wir sprechen mal mit den Jungs wieder. So, dann lasst uns gerade mal einen Schritt nach vorne gehen. Menzner Michael, das ist der, den wir kaufen wollten, ne? Genau, defensives Mittelfeld. Noch mehr hochgehen. Gucken mal, ob wir mit Handgeld ein bisschen spielen können.
Ja, können wir. Ist 30.000 Handgelden oben drauf. So, Michael Naumann, der soll gehen von der zweiten. Da hatten wir gesagt gehabt, Forderung und Anteil am nächsten Verkauf 5%. Forderung stellen. So, okay, die ersten kommen. Cozy Thompson rechts außen ist da Rückennummer, können wir ändern. Er ist ein rechts außen, dann kriegt er die Nummer 8. Nick Breitenbücher als Stürmer, die Nummer 13. Ändern wir auf die... Na komm, lass die 13. So, und Lasonneur, Stürmer, ist auch da, Rückennummer 17, akzeptieren wir. Angebot für Welsh Striker wurde abgelehnt. Ausbildungsentschädigung müssen wir bezahlen an Atletico Madrid. Und er kommt auch in die erste. Ah, jetzt langsam nimmt es. Ah, guck mal. Schön. Wir haben wieder Spieler, Leute. Es ist ja ein Träumchen. So, wir haben zwei Linksverteidiger. Ach, das ist ja ein Traum. So, dann stellen wir mal auf Maverick. Links. Er auf die Bank. Welsh Striker. Rein. Dann hätten wir hier Johan Huth, der geht auf jeden Fall auf die Bank. Wallace. Huth auf die Bank. Rechts spielt FIFA Rules. Er auf die Bank. Defensiv spielt Andreas Geier. Der ist auch da. Sehr cool. Dann lassen wir Geier mal von Anfang an spielen. Jojo mal auf die Bank. Zentrales Mittelfeld, Colin und Tequila. Links außen haben wir jetzt gesagt, Stéphane Armand. Gonzalez auf die Bank. Rechts außen spielt. Der Posse ist jetzt. Genau, der kommt zur Leihe von Toronto. Und Campbell ist unser Spiel. Ne, der ist auch. Jetzt haben wir beide Rechtsverteidiger gespielt. Campbell. Okay, dann müssen wir über den Laufe der Saison müssen wir gucken, dass wir da noch einen rankriegen. So, und vorne ihn rein. Und Nick Breitbücher auf die... Puh. Okay. Das wäre jetzt mal unsere Aufstellung. So kriegen wir wenigstens eine komplette Mannschaft zusammen. Das ist schon mal sehr gut. So. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Da müssen wir jetzt auch nochmal ein bisschen aussortieren. Gut, so wie er. Mit Thomas Müller, wessen Spieler waren das? Ribéry. Weiß ich halt nicht, ob der was wird oder ob wir den über kurz oder lang, ob wir den überhaupt dann verpflichten. Der ist 18 Jahre. Sehe ich aktuell nicht. Aber ansonsten sieht die Geschichte ja gar nicht so schlecht aus. So, B-Jugend, da kommt dann hoffentlich was nach. Beste Jugendarbeit national, guck mal, wo wir stehen. Weltweit sind wir auf Platz 9 in der dritten Liga. Das ist nicht schlecht. So, jetzt haben wir natürlich die Problematik mit unfairen Gehältern. Das war eigentlich klar, dass das kommt, aber... Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie ausgeglichen kriegen. Sehr realistisch. Finde ich auch. Wir leisten halt eine super Arbeit. Gut, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Kann diese Woche zum ersten Mal mittrainieren. Links außen mit einer 34 und 14 Jahren. Ja, den nehmen wir mit. Okay, und unser Rechtsverteidiger kommt auch. Sehr cool. Moment, haben wir den jetzt für die zweite? Yannis Nahanu. Nahanu? Haben wir ablösefrei von Bayern geholt. Nahanu? Der hier. Yannis Nahanu, ne? Der war doch die ganze Zeit schon hier. Er hat kürzliche Vertragsangebot, okay. Okay. Also, dann haben wir die Mannschaft wenigstens zusammen.
Auch ihr 5% Forderung stellen. Gut, wenn er jetzt nicht kommt, dann kommt er nicht. Angebot abgelehnt. Ablöse für Michael Naumann angenommen, okay. Das passt, dann ist er auch weg. Kaufangebot für Maverick, 2,4 Millionen. Lehnen wir ab. Wir müssen auf jeden Fall die Verträge nochmal anpassen. So, jetzt haben wir natürlich wieder eine ganze Menge Spieler, die wir geliehen haben. Das wollte ich eigentlich so nicht, aber... Transferstatus ändern. Nimm den mal runter von der Transferliste. Warum ist denn der auf der Transferliste? So, zweite Mannschaft. Machen wir dasselbe. A-Jugend sowieso. So, die Jungs werden hoffentlich fit und dann müssen die sich jetzt erstmal einspielen. Und wir müssen mal auf die Taktik gucken vor allen Dingen. So, Spielmacher ist Geier, sehe ich anders. Sehe ich, ah, vielleicht bräuchten wir halt auch noch jemanden im zentralen Mittelfeld, aber da gucken wir nach Jugendspielern jetzt. Da gucken wir nach Jugendspielern. Vielleicht haben wir ja auch noch was bei uns im Petto. So, Geier ist Spielmacher, nee, der gewinnt Bälle. Ich würde sagen, wir geben... Tequila mal den Spielmacherposten. Und er ist vorne Strafraumstürmer oder was? Nee, er ist fleißig. Er ist fleißig und Nick Breitenbücher ist Dribbler, also. Ein Sturmtank. Der Rest bleibt so. Wir stehen ein bisschen höher. Gut, hinten brauchen wir nichts machen, das sind die üblichen Verdächtigen, aber hier links, er ist Dribbler, dann soll er auch dribbeln. Campbell ist ebenfalls Dribbler, der dribbelt auch, wie ein Verrückter. Und er ist fleißig, also du bist kreativ, Vorstöße immer, Distanzschüsse lassen wir bei dir mal raus. Laufwege, passt. Gucken wir gerade nochmal, wie hoch, wie groß ist denn unser Stürmer? 1,86. Kann er ja eigentlich schon ein paar Dinger mit dem Kopf holen, ne? Was hat er denn für Kopfball-Attribute? Sprungkraft 71, naja, ist jetzt nicht der Beste. Okay, aber wir müssen jetzt Folgendes nochmal machen. Da müssen wir jetzt nochmal durch, wir müssen die Trainingsziele alle anpassen. Also erste Mannschaft hat Trainingsziele. Als nächstes kommen die Schanzer. Wir müssen uns jetzt halt einspielen wieder. Es hilft nichts. Gut, auf jeden Fall speichern wir mal fix. Dass uns das nicht alles verloren geht. Und jetzt müssen wir während der Saison auf jeden Fall auch Jugendspieler angucken. Ist das nicht so viel Einsatz? Ja, das kommt halt drauf an. Also wir haben jetzt die ganze Zeit so gespielt mit dem Einsatz. Mit wie viel 60% Pressing arbeitest du? Ja, wir könnten das Pressing vielleicht mal zurückziehen, aber den Einsatz lasse ich mal so. Mal gucken, ob es was bringt.
Schon gut, ne? Als Linksverteidiger mit seinen 21. 110.000, das wäre auch machbar. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Ja. Guck mal, ob du Bock hast, Junge. So, jetzt müssen wir halt erstmal zur Form finden. Ne? Das heißt, wir müssen die Mannschaft nach Möglichkeit mal so stehen lassen. Immer. Mal immer mit derselben Dings spielen. So, Ablöse wurde akzeptiert. Florian Weiß, Verteidiger. Spricht von einem riesigen Talent, einem kommenden Nationalspieler, nehmen wir mit. Auf geht's, dann gehen wir mal rein ins Spiel gegen die Schanzer. Okay, führen 1-0. Verletzt. Das kommt jetzt Johann Huth schon. Ihr nur auf den Sack bekommen. Wen haben wir denn links jetzt? Linksverteidiger haben wir ihn hier. Mit 17 Jahren, das wäre schon gut, wenn wir da noch einen anderen hätten. Ne? Na, 20.000. Mehr gebe ich dir nicht. Mike, grüß dich. Läuft, wie ich sehe. Ja, absolut. Rückwärts und bergab, aber läuft. Er hat eine Form von jenseits von Gut und Böse. So, können wir jetzt erstmal die Neuen begrüßen alle. Also, geht nicht. So, vielleicht erst die ersten Punkte gegen Hildesheim holen. So, pass auf, 120.000. 125.000 Angebot ist das letzte Wort. Wenn du keinen Bock hast, geh woanders hin. So. Müssen wir erstmal mit den Jungs reden, die müssen wir jetzt irgendwie auf die Spur bringen. Aufstellungsregeln, Aufgaben, die sollten wir vielleicht mal noch... Ich hätte gern eigentlich Tequila weiterhin als Anulu weiterhin als Kapitän. Elfmeterschießen. Freistoß aufs Tor. Macht Tequila. Ja, die besten Fähigkeiten. Freistoß mit Chance. Macht ebenfalls Tequila. Danach kommt schon direkt Colin. Ecken. Maverick. Okay. Ja, kommt er oder geht er? Oder kommt er oder bleibt er? Oh, jetzt haben wir noch Doppelspieltag. Yay, natürlich. So, vielleicht können wir jetzt mal ein paar Punkte holen. Das wäre ganz geil.
Will er nicht? Ach, Leute. Wann haben wir denn hier mal wieder? Pass auf, wir müssen jetzt erstmal. Ach, bevor ich das vergesse, im Dezember 2021. Haben wir mal hier schön Teamgeist, Weihnachtsfeier. Das muss. Bevor ich das auch wieder vergesse. Zu Hause gegen Hildesheim. Da wird ja auch jetzt 1-0. Jawohl, Gabriel González. 2-0. 2-1. Wenn wir erstmal so stehen. So, die ersten Dreier eingefahren. Wurde jetzt aber auch Zeit, ey. Gut. Forderungen sind 55.000 und 5%. Wie bei jedem anderen auch. Conny der Winter. Ach genau, den wollten wir ja eventuell auch als Innenverteidiger. Du hast garantiert keine... Ne. Dann lassen wir es raus. So, Jugendturnier, wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn? Ach, wir sind gar nicht dabei gewesen. Na, das ist ja schade. Das ist ja schade. Er ist da. Website. Chucky ist wieder fit. Standesgemäße Vorstellung. Okay, da haben wir jetzt nochmal so richtig in die Tasche gelangt. Aber ihm noch Hallo sagen? Ich glaube nicht, ne? Ne. So, dann haben wir aber hier jetzt auch nochmal ein Backup. Für Maverick. Dann haben wir dieses Jahr auch die Problematik mit den Verträgen, ne? Da müssen wir auch was tun. Da brauchen wir auch wieder Geld. Oh Gott, Alter. So. Aber ansonsten muss ich die Mannschaft jetzt erstmal 850.000 haben wir für den hingelegt. Florian Weiß, wer ist denn Florian Weiß? Ach nee, das war. Ach so. Ja, das ist dieses Riesentalent. Gut, Chemnitzer FC, auswärts. Gehen wir auf 70%. Der Thompson, was macht denn der eigentlich? Der trippelt auch schön. Okay, González trippelt. Der ist halt 19, ne? Der muss jetzt halt erstmal. Vielleicht sollten wir dann doch.
die Flankenhöhe mal wieder so ein bisschen hochschrauben. Wir probieren es mal. So, was gibt's hier? Scouting abgeschlossen. Den nehmen Krea. Ja, möchte ich. Höchster Formgewinn. Ja, der wird jetzt dann auch gleich mal reinkommen. Könnte halt echt was werden da, ne? Jetzt haben wir ihn halt bloß. Was kann der noch? Der kann auch Rechtsverteidiger spielen. Tja, gucken wir mal. So, rein da gegen Chemnitz. 1-0 Führung. 2-0 Führung. Sehr schön. Ja, vielleicht spielen sie sich jetzt langsam ein. Wir lassen sie mit Absicht mal stehen. So, dann nehmen wir mal raus ihn, bringen Breitbuchner, ne, Breitbücher, so, Breitbucher und Breitenbücher heißt der Mann, also. Okay, ein 2-2 gegen Chemnitz. Die stehen auf Tabellenplatz 6. Wichtig ist eigentlich jetzt wieder nur... Oh, jetzt kommen die Bayern. Das ist natürlich jetzt wieder schlecht für alles. Gut für den Geldbeutel, aber schlecht für den Rest. So, Anulo ist noch 4 Tage verletzt. Die anderen werden auch wieder fit. Unsere zweite gewinnt. Mannschaft der Woche, Maverick. Michel Neumann wechselt, okay. Oh, Welsh Striker ist von Nick Breitenbücher genervt. Darf's wahr sein. ID-Spiel gegen Bayern, ja, das ist geplant auf jeden Fall. So, B-Jugend scheint noch nicht zu spielen. Zweite Mannschaft, gerade so, ne? Ja gut, die lassen wir durchspielen, das ist jetzt irrelevant. So. Transfer der Woche. Pepi wechselt zu Betis Sevilla. Kaufangebot für FIFA-Rules ablehnen. So, jetzt müssen wir aber erstmal mit den Jungs quatschen. Erstmal sagen wir ihm halt noch Hallo. Hello. So, du hast gut trainiert.